Hallo, hier ist Steffi von bastelloft.de. Tag 3 und damit Halbzeit unserer Bastelloft-Jogurette-Woche ist gekommen. Und bevor wir auf unser heutiges Projekt zu sprechen kommen, wollte ich nochmal auf das Projekt von gestern zu sprechen kommen. Da haben wir ja diese kleine Buchverpackung gemacht und im Inneren befindet sich eigentlich eine kleine Box, in der 4 Jogurette-Riegel ihren Platz finden. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass nicht nur Jogurette reinpasst, sondern beispielsweise auch Kinderschokolade und auch Merci. Ich habe jetzt leider keine da und kann euch das nicht zeigen, aber von den Maßen müsste das genau hinkommen. Also diese kleinen Verpackungen, die wir hier jetzt die ganze Woche machen, die könnt ihr sowohl für Jogurette als auch für Kinderschokolade und Merci-Riegel nutzen. So, jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Projekt. Und zwar machen wir einen Knallbonbon. Und das ist super einfach gemacht und auch relativ schnell. Wir arbeiten heute mit Inchmaßen, einfach damit ich keine krummen Zahlen habe, die ich euch durchgeben muss. Ich weiß, dass viele immer Angst haben, mit Inch zu arbeiten. Das liegt einzig und alleine daran, weil euch das wahrscheinlich noch nie jemand richtig erklärt hat. Das jetzt im Video zu erklären, würde definitiv den Rahmen sprengen. Ich werde dazu aber was auf meiner Homepage schreiben und werde versuchen, da genau wie möglich in meiner Ausführung zu werden, denn im Grunde ist mit Inch zu arbeiten nichts anderes als Mathematik. Aber das erkläre ich euch, wie gesagt, auf meinem Blog. So, und jetzt nehmen wir uns unser Schneid- und Falzbrett und ihr braucht ein Stück Designerpapier und zwar im Maß 4,5 mal 7 ein Viertel. Das hier ist Designerpapier im Block und zwar Incolor 2015 bis 2017 und das ist die Farbe Grasgrün. So, nachdem ihr euch das Stück auf 7 ein Viertel mal 4,5 zurechtgeschnitten habt, müssen wir falzen. Und zwar legen wir die lange Seite an und falzen bei einem Inch, bei anderthalb Inch und bei 2 Inch. Und dann drehen wir das Papier um 180 Grad und falzen wieder bei einem Inch, bei anderthalb Inch und bei 2 Inch. Und dann legen wir die kurze Seite an und falzen bei 1, 2, 3 und zum Schluss bei 4. Und bei Designerpapier immer so ein bisschen vorsichtig sein mit dem Falzen. Das reißt ganz gerne, wenn man zu viel Druck ausübt. Von daher lieber ein bisschen sacht, dann hat man auch lange was von seinem Papier. So, jetzt, ach so, ja, das Falzen, das könnt ihr übrigens auch mit eurem Simply Scoreboard machen. Jetzt brauchen wir das Schneidbrett nicht mehr. Jetzt holen wir uns unser Envelope Punchboard. Und jetzt ziehen wir jetzt allererstes mal die Falze nach. Und zwar klappt ihr das so ein, dass das Papier, was ihr am Ende oben haben wollt, quasi innen ist. Und dann öffnet ihr wieder und geht zur nächsten Falz. Und das wiederholt ihr bei allen Falzlinien. So, ich möchte gerne, dass das Blumenmuster außen ist. Also nehme ich mir jetzt hier diese kurze Lasche, klappe die nach innen und lege die mit der langen Seite bei der 1,5-Inch-Falz, die wir gesetzt haben. Also wir haben ja bei einem Inch, bei anderthalb und bei zwei gefalzt. Und die 1,5-Inch-Marke, die ist genau hier in der Mitte vom Punchboard. Und dann punchen wir. Umklappen, anlegen in der Mitte, punchen. Umklappen, die Falz in der Mitte anlegen, punchen. Und das wiederholen wir jetzt, bis wir unten angekommen sind. Und jetzt, hier ist ja keine Falz mehr, aber wir legen das trotzdem nochmal an und punchen noch einmal.
Und das Ganze wiederholen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Und zwar wieder die Falzlinie in der Mitte der Nase anlegen, punchen. Falzlinie in der Mitte anlegen, punchen. Umklappen, punchen. Umklappen, punchen. Und ein letztes Mal punchen. So, jetzt sieht unser Gebilde so aus. Und wenn wir das jetzt zusammenklappen, ist schon die Form fürs Knallbonbon da. Das hier ist unsere Klebelasche. Die versehen wir jetzt mit Abreißklebeband. Ich hoffe, meins mag mich heute mehr als die letzten Tage. Aber anscheinend nicht, denn ich finde gerade nicht mal den Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. So. Und jetzt versehen wir die Klebelasche mit etwas doppelseitigem Klebeband. So. Und dann schnappen wir uns unser Piekser-Tool. Und ziehen die Schutzfolie ab. Ich mache es so, ich klappe das um und lege die andere Seite dann drauf. So, da ist unser Knallbonbon. Da passen, wie gesagt, zwei kleine Riegel Joghurtte rein. Ich schiebe die zuerst rein. Jetzt nehme ich mir mein grasgrünes Pünktchenband und ich mache nur einen kleinen Doppelknoten, gar keine Schleife. Und schneide mir das dann so ein bisschen schräg zurecht. Und das Ganze wiederhole ich natürlich auch auf der anderen Seite. Und dann können wir uns gleich auch schon an die Verzierung machen. Noch schnell schräg anschneiden. Und bei meinem Muster habe ich mich dazu entschlossen, den Spruch "Lass dich nicht unterkriegen" zu nehmen. Den werden wir jetzt auch benutzen und so einen kleinen Smiley und das Ganze mit dem Abreißetikett auszustanzen. Und dafür nehmen wir uns jetzt ein Stück weißen Farbkarton aus dem Celebration-Katalog, das Stempelset so süß. Das ist das mit dem kleinen Küken. Und zwar findet ihr das auf Seite 15. Wenn ihr nicht wisst, was Celebration ist, es ist eine aktuelle Aktion von Stampin' Up. Pro 60 Euro Bestellwert kann man sich ein Produkt aus dem Celebration-Katalog aussuchen. Gratis. Ich habe mich, wie gesagt, für den Spruch "Lass dich nicht unterkriegen" entschieden. Den stempel ich jetzt in Grasgrün. Und dann, man sieht
liegt er hier, habe ich noch so einen kleinen Smiley, weil ich den ganz süß finde. Und der ist ebenfalls aus dem Celebration-Katalog und zwar aus dem Stempelset Hallo. Da hat man hier so einen kleinen Smiley, eine Sonne, einen Partyhut und so kleine Sprüche. Auch ganz niedlich und den stempel ich in Osterglocke. Für mich, ich bin ja so ein 80er-Jahre-Kind, für mich gehören Smileys definitiv gelb oder halt so ein Neon-Pink, aber alles andere hat für mich irgendwie gar keine Daseinsberechtigung. So, und das Ganze, also den Spruch stanzen wir jetzt mit unserer Stanze Abreißetikett aus. Und den Smiley, den stempeln wir mit einer Kreisstanze und zwar ist das ein halber Inch. Und dann können wir uns auch schon daran machen, das zusammenzusetzen. Ich habe hier jetzt noch Silberfaden, den gibt es auch im aktuellen Hauptkatalog. Ich nehme so 2 bis 3 Finger und wickel den 3-4 Mal rum, schneide es dann ab und dann greife ich das so ein bisschen in der Mitte zwischen den Fingern. Dann nehme ich mir einmal unseren Snail. Mache ein bisschen davon auf das eine Ende des Abreißetikett natürlich das, was irgendwie dran geklebt werden soll. Setze meinen Faden dahinter und klebt das Ganze auf. Den Faden kann man dann noch so ein bisschen zurechtziehen. Ich finde es jetzt auch gar nicht schlimm, dass es noch so ein bisschen wackelig ist, weil wir nehmen ja jetzt noch unseren kleinen Smiley. Da mache ich einen Dimensional drauf. Und dann klebe ich den auf. Und in meiner Originalversion würde jetzt hier noch ein kleines Strasssteinchen draufkommen. Allerdings habe ich gerade keine hier, die sind im anderen Raum. Und das könnt ihr euch wahrscheinlich auch so gut vorstellen. Das war unser kleines Projekt für heute. Eine kleine Verpackung für 2 Riegel Burette. Morgen gibt es wieder ein umfangreicheres Projekt. Das wird jetzt auch nicht unbedingt den Rahmen sprengen, aber schon etwas aufwendiger sein und wird auch wieder eine kleine Schachtel sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich ist es immer noch ungewohnt vor der Kamera, aber ich hoffe, es wird besser. Ich freue mich auf morgen. Bis dann.